Wie macht man denn hier einen Weißabgleich? Oh, ist das ein altes Ding, ey. So, manueller Weißabgleich. Kein Bild vorhanden. Was wir hier liegen haben, das ist die Balance oder Balance. Das ist ein 2-in-1, 2-in-1, ne? So sagt man es ja eigentlich richtigerweise. Ein Weißabgleich-Objektivdeckel mit einem Snap-on-Innengriff. Das ist diese Funktion, dass man ihn halt eben einfach so zusammengedrückt auf das Objektiv draufsetzen kann und einer Graukartenfunktion. Wie das Ganze genau funktioniert, das werde ich Ihnen also gleich mal kurz vorstellen. Wir haben hier in diesem sehr hochwertig verarbeiteten Objektivdeckel, wenn man so will, das ist ja eigentlich nichts anderes als halt eben ein Objektivdeckel mit einer Kalotte, wie man sie halt eben auch von einem Belichtungsmesser her kennt. Und der kommt halt eben einmal hier mit der Kalotte, die hier drin ist, her. Das ist für den normalen Weißabgleich, und für eine etwas wärmere Farbtemperatur oder Umgebung haben wir dann hier noch eine zweite Kalotte, die also dann einfach ausgewechselt wird. Wie das Ganze funktioniert, ganz einfach. Hier drin ist so ein Kunststoffring, den kann man einfach so aufschrauben, und dann nimmt man die eine Kalotte raus und macht dann die zweite rein. Das heißt, sie wird hier einfach dann reingelegt, dann wird der Ring wieder oben drauf gesteckt und dann dreht man das einfach mit zwei Fingernägeln oder mit zwei Fingern dann wieder fest. Entschuldigung, das ist immer ein bisschen doof, wenn man von hinten drauf guckt, muss man immer gucken, dass man die Sachen ganz genau trifft. So, dann funktioniert es auch wieder. Und so wechselt man dann halt eben einfach die Kalotte, und damit ich jetzt nicht durcheinander komme, mache ich natürlich hier halt eben die normale Standardkalotte rein. Nichts mit warmer Farbumgebung, und das Ganze halt eben dann dementsprechend auch richtig gleich vorführen zu können. Ich zeige Ihnen auch in diesem Videofilm dann mal ganz kurz, wie man einen Weißabgleich macht. Damit fangen wir am besten direkt auch an. Der Weißabgleich, vorab noch eine ganz kurze Einführung, Erklärung für die Leute, die vielleicht noch nie so einen Weißabgleich gemacht haben. In der Regel arbeiten die Weißabgleichsmechanismen von Kameras eigentlich schon sehr exakt. Es sei denn halt eben auch, man kommt halt eben in gewisse Lichtsituationen, wo halt eben auch die Kamera dann die falsche Empfehlung gibt. Das ist generell eigentlich so in der Fotografie für alles, für das es Programme und Automatiken gibt, verliert der Mensch halt eben auch so ein bisschen dann irgendwie die Sensibilität und vor allen Dingen auch das eigene Nachdenken. Das gilt also für den Autofokus, wie halt eben auch zum Beispiel für den Weißabgleich. Man nimmt also ein Foto auf, macht das Bild und sagt der Kamera halt eben auch so, das ist jetzt halt eben das Mittelgrau, was ich haben möchte. Das ist also jetzt die richtige, exakte Farbtemperatur, und dann kann die Kamera im Prinzip da auch nicht mehr zwischenfunken und sagen, nee, also ich habe jetzt hier gerade ein anderes Licht gemessen, ich will das aber irgendwie anders haben. Manchmal macht man sowas auch ganz bewusst, dass man eine Falschmessung vornimmt, um halt eben auch zum Beispiel sich am Rechner dann irgendwie die Arbeit zu ersparen, indem man halt eben bei 135 Bildern irgendwie versucht, jedes Mal noch so einen gewissen Grünstich da reinzumachen, so einen kleinen Cross-Effekt. Das nur so als Beispiel. Man kann das halt eben auch in die eine Richtung machen, halt eben überperfekt, dass es halt eben wirklich exakt der Weißabgleich ist, die richtige Farbtemperatur. Man kann damit aber halt eben auch kreativ so ein bisschen rumspielen und sagen, nee, ich will das halt eben sowieso generell etwas anders haben und möchte halt eben zum Beispiel jetzt in Photoshop Lightroom dann nicht irgendwie so rumhampeln. Der Weißabgleich, also das heißt, man nimmt ein Bild auf, durch die Kalotte halt eben hier in dem Augenblick mit der Balance, und sagt der Kamera einfach so, für alle Lichtsituationen, alle Bilder, die ich jetzt mache, da gilt halt eben jetzt dieses Bild als Referenz. Wie man das macht, ist eigentlich ganz einfach. Kleiner Tipp vorab ist halt eben der, dass man, bevor man die Balance, das ist ja im Prinzip eigentlich auch nichts anderes als einen Objektivdeckel mit der Kalotte halt eben drin, dass man den halt eben dann im Endeffekt erstmal dann drauf macht, wenn man ihn nicht drauf hat. Zwischenzeitlich man Fotos macht, logischerweise auch hier mit dem Innengriff, ist auch sehr praktisch anzufassen, zusammendrücken, einfach drauf machen, und dass man halt eben hingeht und sagt, okay, ich mache jetzt den Autofokus jetzt hier erstmal, normalerweise ist er ja an, einfach aus. Kurzer Hinweis an dieser Stelle noch, es gibt natürlich so, dass man den Autofokus halt eben auch bei vielen anderen Kameras an der Kamera deaktiviert. Das ist jetzt hier noch so ein altes Schätzchen, die Canon 5D, das erste Modell, und ist es bei den Objektiven halt eben noch so, dass man da am Objektiv dann direkt sagen kann, Autofokus oder manueller Fokus. Warum macht man das Ganze auf manuellen Fokus? Einfach aus dem Grund, dadurch, dass jetzt hier halt eben ja vor der Kamera ein Objekt ist, sehr nah dran ist und das Objektiv im Prinzip eigentlich niemals wegen der Naheinstellgrenze auch nicht auf dieses Objekt scharf stellen kann, also die Kalotte, die hier vorne drin ist, dann pumpt halt eben die Kamera erstmal wie verrückt und versucht das irgendwie scharf zu stellen. Das wollen wir natürlich nicht. Erstmal halt eben zum einen, damit die Kamera halt eben hier nicht endlos Strom verbraucht, und zum anderen halt eben auch, damit es halt eben auch schnell geht. Das heißt, der Autofokus, der wird erstmal abgestellt auf manuellen Fokus, und dann kann hier auch nichts mehr fokussiert werden. Dann gehen wir hin, machen ein Foto. Ich tue jetzt mal einfach so, als ob, und halte jetzt hier die Kamera einfach mal so in die Softbox, die auf der Seite steht, mache halt eben mein Bild
Und dann natürlich auch kurz da der Hinweis noch als Hinweis, dass wir hier oben natürlich dann die Kameraautomatik nehmen, also die Belichtungsautomatik, die wir dann noch haben. Und dann wählen wir dieses Bild halt eben im Menü einfach aus. Wir haben also hier bei der alten Canon, so sah das früher mal aus, ne? Vor allen Dingen keine ganzen Reiter hier oben, ist einfach nur ein Menü, was man halt eben rauf und runter scrollen kann. Da haben wir einen Punkt, manueller Weißabgleich. Wenn ich den aktiviere, dann sehe ich jetzt halt eben hier mein Bild, was ich gerade gemacht habe, und sage der Kamera einfach jetzt, jawohl. Das hätte ich jetzt gerne als Weißabgleich, als Referenz. Und dann sagt er mir auch, dass dieses Bild jetzt hier gespeichert ist und dass ich hier zusätzlich nach oben in dem Menü für den Weißabgleich bei dem Kameramodell hier oben noch einen gewissen Punkt einstellen muss. Brauche ich jetzt nicht erklären. Wie gesagt, das ist bei der alten Canon hier noch eine ganz andere Geschichte. Und wenn Sie einen Nikon haben oder sonst irgendwas haben, da ist es dann wieder ganz anders. Der große Vorteil ist jetzt der, also ich habe also jetzt hier indoor im Studio so eine Belichtung jetzt vorgenommen und alles, was ich jetzt fotografiere, wird halt eben dann mit diesem Referenzbild für die Farbtemperatur herangezogen. Sollte ich jetzt die Location wechseln und sofort sagen, so, ich gehe jetzt raus 2 Minuten und gehe jetzt noch auf den Parkplatz vom Haus und muss da irgendwas fotografieren oder sonst wohin, auf jeden Fall, das Licht ändert sich. Dann brauche ich hier, muss natürlich erstmal einmal im Kopf behalten, dass ich ja hier jetzt eine Farbreferenz drin habe für Studiolicht, also für Kunstlicht, und muss also draußen das Erste, was ich mache, bevor ich weiter fotografiere, dann einen weiteren Weißabgleich machen. Und das ist natürlich jetzt der große, starke Vorteil hier von der Balance. Die nimmt man dann einfach aus der Hosentasche oder wo man sie halt eben noch drin hat, macht sie vorne drauf, zack, macht sein Foto, draußen irgendwo in den Himmel, wie auch immer, wählt das Bild dann einfach hinten wieder aus, manueller Weißabgleich, zack, das neue Referenzbild, was wir da haben, zack, ist es ausgewählt, macht die Balance wieder ab und kann halt eben dann einfach weiter fotografieren. Kleiner Tipp am Rande, nicht vergessen, ne? Autofokus wieder aktivieren. Und das ist halt eben auch dann der große Vorteil von der Balance, den wir halt eben haben, dass wir hier einfach zum einen die Farbtemperatur halt eben wahnsinnig schnell einfach wieder wechseln können. Das heißt, bevor Sie Ihre Graukarte ausgepackt haben, erstmal, wo ist die überhaupt? Was ist ja auch kein Accessoire, was man sich in die Hosentasche steckt, die geht ja auch kaputt. Dann nimmt man einfach halt eben diese Balance, die man normalerweise irgendwie in der Hosentasche hat oder hinten drin hat oder am besten noch irgendwie mit einer Kordel befestigt an der Kamera, macht die drauf, macht seinen Weißabgleich, die Kappe wieder ab und sofort geht es weiter. Ne? Muss ich also nicht jetzt erst ein Handbelichtungsmesser rausnehmen oder halt eben jetzt irgendwie, also ein Belichtungsmesser, halt eben Farbtemperaturmesser oder halt eben auch, wie gesagt, eine Graukarte. Bei den Sachen, die man normalerweise ja nicht ständig mit sich rumträgt, ist das halt eben einfach eine absolut elegante Lösung. In der Zeit, wo Sie halt eben ganz normal ohne manuellen Weißabgleich fotografieren wollen, können Sie die Balance natürlich weiterhin einfach als ganz normalen Objektivdeckel benutzen. So gesehen sind das dann halt eben dann 2-in-1, wenn man so will. Man hat halt eben einen Objektivdeckel als Schutz mit der eingebauten, ja, Graukarte, wenn man so möchte. Und die zweite Kalotte hat eben auch dann nochmal für die etwas wärmere Farbtemperatur. Wir fassen zusammen. Wir haben ja also einen Objektivdeckel für den perfekten Weißabgleich. Dann haben wir also einen, ja, der Weißabgleich, der auf einfachste Art und Weise und vor allen Dingen auf schnellste Art und Weise einfach geschehen kann. Wir haben also auch die Möglichkeit, einen Weißabgleich vorzunehmen mit Blitzlicht, also entfesselten Blitz praktisch dann direkt auf die Kalotte draufblitzen. Und wir können die Kalotte wechseln. Und ja, das führt natürlich dann im Endeffekt halt eben dann auch zu einer Menge richtig guter Bilder. Und wie gesagt, wenn man da genau weiß, was man da macht, entweder halt eben ganz bewusst, dass man halt eben ganz bewusst die falsche Farbtemperatur misst oder halt eben auch ganz bewusst das Richtige macht, dann hat man halt eben auch in Photoshop und Lightroom und Co. halt eben dann auch im Postprozess dann wesentlich weniger Arbeit. Und das ist ja halt eben auch bei der digitalen Fotografie ganz angenehm, wenn man halt eben von so einer Session wiederkommt und hat da irgendwie 500 bis 1000 Bilder auf der Karte und da müsste man wirklich jedes einzelne anpassen und anfassen und bearbeiten. Das ist natürlich dann auch ganz schön viel Aufwand. Also die Sachen kann man noch einfacher haben. Das also hier war von BRNO, die Balance, die 2-in-1 Weißabgleich Objektivdeckelkarte, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit dem Snap-on-In-Griff. Damit ist also das hier gemeint, dass man halt eben einfach die Balance so auf- und abnehmen kann und dass sie auch wirklich bombenfest sitzt, hier bei uns im Shop.